Da ist er wieder back zu einem weiteren Hero, und zwar dem P2000 Hero. Ich rieche ja bereits auch schon das P2000 Ace, ganz klar. Alter, diese Popcorn-Maschine. So, jetzt aber. Was? Nice. Was habe ich denn so gedrückt? Drei verschiedene. Drei in eins, okay. Ich molly da jetzt erstmal rein. Ja, Smoke, dankeschön. Die machen ja schon alle platt, what the fuck? Drei Gegner schon, damn. Nur noch einer, super, ist das bitte meiner. Ach komm, Leute, das Ace wird nicht klappen, wenn ihr immer alle killt. So, bereiten wir mal alles vor, dass wir schön low sind. Connector, oh, in front of Connector, Water. Da sind zwei, die könnten gleich herkommen. Die werden gerade ziemlich zerpflückt von uns, da läuft noch jemand. Oh Gott, krass, Mann. Was haben wir denn hier für Nappelgegner? Die lassen sich ja komplett wegholen. Na, so. Wir waren noch fünf Leute oder sowas und die lassen einfach offen. Oh oh, auf Asen 2 gelegt. Werde ich jetzt Connector gehen, auch wenn das jetzt vielleicht ein paar Fressenklatscher zu Folge hat. Also meinerseits. Einer war hinter mir. Der callt mich jetzt. Muss mich beeilen, bevor der von hinten durchkommt. Es sind noch fünf alive. Ich bin so gefickt, ne? Shit! Warum waren das denn noch fünf Leute? Jungens! Immer wenn es gut läuft, werden sie übermütig. Ich sehe immer wieder den Fehler auf dieser Map, dass wenn es gut läuft als City, dass die Leute dann so unglaublich übermütig werden und sie dann irgendwie auf Mitte rumrushen. Da nehmen die. Willst du nicht haben, hallo? Aber wirklich weit auf Mitte rumrushen. Hast du eine Waffe da vorne, ey? Oh, oben ist was. Ich gehe mal hoch. Die sind eh zu zweit auf B. Das passt schon. Alles klar, ich komme wieder zurück. Hallo, Shotboy. Ah, ich gehe wieder weg. Passt schon. Er soll ruhig kommen, wenn er kommen will. Ich mache ihm da keinen Stress. Aber ich denke, dass sie auf A gehen. Also sie werden wohl gemerkt haben, dass die A-Spieler jetzt nicht so die stärksten sind. Wo war der Bitchan? Die kommen gar nicht mehr auf B. Die sind so eingeschissen jetzt. Ist doch kacke. Gut, auf A ist eben einer... Bomb A-Long. Ich flash hier mal rein. Guck kurz Short. Short. Das war irgendwie dumm. Aber er hätte halt auch eigentlich geflasht sein sollen, in meiner Vorstellung. Ja. Also in der Theorie. Benötigt ihr noch etwas, ha? Nimm mal die M4, komm. Jetzt können sie doch sehr gerne mal wieder auf B kommen. Bitte. Pump it down. Und jetzt geht Orange alleine vor. Nein, 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 nein. Don't do this. Don't, please, don't. So, jetzt wo ich auf A bin, gehen sie 100 pro Richtung B, nicht wahr? Ja, 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 ja. Es ist ja klar. Logisch. Wie soll es auch anders sein? Hahaha. Oh, fuck. Nein, Feuer. Scheiße. Oh, den Headshot gedrückt. Ja, schon wieder den Assist mitgenommen. Verdammte Kacke. Sage mal, zwei low, das ist doch gelogen. Ja, schön die Assists sammeln, was soll der Geiz? Egal, egal. Ich hoffe, die Mates appreciaten das, gell? Die ganzen Kill-Snacks da. Mitte ist was, auf Party. Coming A. Ach, er hat eine CZ, okay, was soll ich machen? Ich habe ihm 91 gegeben. Da, wieder der nächste Assist. Warum auch nicht? So, wo bin ich denn? 4 Assists, 5 Kills, na. Scheiße, Long wurde schon... Long is coming. Fuck, 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 fuck. Okay, die haben den von... Der eine kam schon von hinten. Okay, Leute. Ich kriege einfach keine Kills ab für Schissel. Braucht jemand AK? Du, gell? Bitteschön. Jetzt haben wir so gemerkt, dass sie auf B nichts machen können. Da kommen sie wieder auf A. Alles klar. Jetzt komme ich wahrscheinlich wieder genau zu spät an. Schissel. Ah. Oh, sie killen sich schon gegenseitig. So, so. Haben sie aber gemerkt, dass der King im Ring ist jetzt, ja. Ich rotiere schon mal zu A, denn das kann so nicht weitergehen dort. Die zwei auf A haben es einfach irgendwie... Jetzt kommt Grün mit? Nein, Grün! Ah. 1B. Das ist so mein Syndrom. Der erste Headshot geht meistens sehr gut rein, so wie vorhin auf Short. Batsch. Aber dann nichts mehr. Oh shit, die werden zerlegt schon wieder. Warum rushen... Jetzt muss ich auch hoch. Die rushen komplett vor, die zwei auf A. Warum machen die das? Schon wieder, der erste verkackte Headshot geht rein, dann treffe ich nichts. Gut half, gut half. Hier werde ich jetzt dann die Glock benutzen bei T, weil es ja keine P2000 gibt. Wenn ich diese gesamte Hero-Reihe fertig habe, dann kann man da durch die Playlist gehen und mal gucken, mit welcher Pistole, mit welcher MP und so weiter ich dann doch wohl am besten spiele. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es die, ja, die P2000 ist, obwohl damit schon ganz gut reingeht. Mit den Elites war ich ziemlich gut, glaube ich. Und die Tech-9, mit der habe ich halt früher richtig gedrückt. Also vor diesem, wie heißt das? Vor diesem, das Gegenteil von Buff. Vor dieser Verschlechterung eben. Kein Nerf! Wobei man das Nerf ja, oh yeah, eigentlich nur sagt. Wegen der Nerf-Waffen, oder? Nehme ich an. Also sie wurde genervt, sie wurde zu einer Spielzeugwaffe. Oder? Sehe ich das richtig, dass es daher kommt? Oder ist Nerf schon immer ein Begriff, so wie auch, keine Ahnung, eben Boost oder Buff aus der WoW-Geschichte, wenn man sich Buffs drückt. You got the bomb, Green? Green, you got the bomb?
Okay, gut, wenn du einfach den Kill machen willst. Anstatt safe zu spielen, kann man natürlich auch anfangen zu jagen. Warum nicht? Er holt sich eine Pump. Oh Gott, die Pump-Runden werden schrecklich. Ich riech's schon, ich riech's schon. Das wird wirklich richtig crikey. Oh Gott! Von hinten. So, ich hab dem Kerl mal eben eine AK gegönnt. Also meines, klar, gonorös, wie ich bin. Gonorö, die ich hab. Bin ja gerade am Naden, nicht... Ah! Bree, please don't die, Bree! I fuck him hard, dude. It's all clean, dude. It's all clean. It's all clean, this. Es war Euclid, der einst sagte mit Code. Soll man nicht werfen. Wir machen eine kleine Full-Eco. Was soll so anderes sein? Jetzt wird ordentlich reingenatzt, das ist klar. Versteht sich von selbst. Ich versuche mit Orange auf Short zu gehen und ordentlich was wegzuklatschen. Oh shit, wir müssen durch den Smoke. Gut, gut, gut. I'm four on the ground. Ha! Behind, one is behind. Ich weiß, Yellow ist nicht nach hinten gegangen, sondern er ist Short gegangen. Das war irgendwie dumm. Ich habe mich von hinten sicher gefühlt, aber das war eine falsche Sicherheit, in der ich mich da gewogen habe. Oh fuck. Aber trotzdem war die Eco eigentlich ziemlich gut, also es war, ja, es war nicht schlecht. Ach ja, und bevor wieder irgendjemand was meint, ich sag's ja auch nochmal. Ich frage die Mails im Vorfeld, ob es in Ordnung ist, wenn ich diese Challenge mache, nur mit Pistol zum Beispiel, zu spielen, ja? Nur, dass ihr das wisst. Weil letztes Mal hat dann jemand gemeint, das kannst du doch nicht machen. Mit Pistol, ne? Ha, abgefackelt. Gut, war jetzt kein Pistol-Kill, okay. Aber trotzdem. Oder auch nicht. 3 und 3, da steht einer. Oh mein Gott, er steht da drin. Hm. Es ist wirklich bitter, dass wir auf City nicht krass genug geholt haben. Leider waren wir da auf A echt schwach gestanden und haben oft die Hucke voll bekommen. Beziehungsweise eigentlich war es gar nicht so schlecht. Also der Stand von den zwei Boys, während sie noch da standen. Aber irgendwann mussten sie ja ausrasten und immer rushen. Ne? Das ist natürlich auch Quatsch. Das ist logisch. Behind one. Oh, sehr gut, wir haben den genutzt. Smoke for bomb. Behind muss ich echt aufpassen, dass da nicht wieder einer durchschlingelt. Die letzten paar Male wurde ich immer von hinten oder von der Seite genuddelt. Heute nicht. One jungle left side. Oh mein Gott, er nutzt die einfach weg. Alles klar. Die spielen jetzt ultra defensiv, das ist ziemlich crikey. Don't forget the bomb, guys. I'm gonna take it. Er lässt die Bombe ganz hinten liegen, was ist das für ein Fisch? Hopp, wir haben B schon komplett frei, die ganze Zeit. Und er ist irgendwo auf Playground ohne Bombe. Was für ein bescheuertes Stück Scheiße. Die Bombe ist hinten down und ich sag, Leute, die Bombe! Die Bombe ist voll weit hinten. Während sie noch am Mann war, sage ich noch, nehmt die Bombe mit. Keiner hört zu. Die Bombe liegt hinten. Ich sag, Leute, ich hol die Bombe. Ihr habt sie vergessen. Ich geh und hol sie. Ich hab die Bombe. Dann sagt er, ob ich jetzt endlich mal die Bombe legen könnt. Dann versuche ich zu legen. Und er gibt mir kein Cover. Alter, Alter. Ich meine, härter zeigen, dass die eigene Mutter anschafft, kann man, glaube ich, nicht mehr. Was ein Barsch, ey. Wir gehen wieder Richtung B. Diesmal hoffe ich wirklich auf Unterstützung des Gebiefast. So, Leute, endlich. Endlich konnte ich mal legen. Sehr schön. Okay. Wir machen gerade ziemlich langsame Plays. Der eine ist schon drauf, der eine ist schon drauf. Yellow ist schon drauf. Oh, danke für den Killsteal, Bray. Cover me, please. One jungle, left side. Need help on B. Ach, scheiße. Es war kein Mate da. Ah, wir haben auch noch einen, okay. Wow. Links und rechts und oben im Window, Feinde, überall. Wartet kurz, da noch eine Nate hin. Na, fuck. Einer defused, nein. Es waren noch zwei Terroristen, oh mein Gott. Ich meine, es ist manchmal wirklich schwer, jemanden aus dem Smoke rauszuballern. Das kann ich komplett verstehen. Und trotzdem ist es immer bitter. Sehr bitter. So, ich gehe mit Grün jetzt hier unten. Schon wieder lassen sie die Bombe liegen. Sind die bescheuert? Wir haben hier irgendeinen so Vollidioten, der die Bombe immer droppt. Und er droppt sie nicht zu einem Mate hin, sondern er droppt sie einfach irgendwo hin. Und ist wahrscheinlich auch jedes Mal ganz hinten. Das ist doch bescheuert. Sowas ist so richtiges Steinzeit-Vollidioten-Getue. Bombe wegwerfen. I'm gonna plant, come here, please. One is close. Bomb is planted. He's in water, he's pit. Nice. Bei den Cities ist es jetzt genau andersrum wie bei uns. Die sind auf B ziemlich schwach. Aber dafür auf A am reinreißen. Ja, Short weg. I'm gonna plant fast. Short. Alter, er chillt ganz unten auf Long im Kanal. Ist er bescheuert? Ich bin da oben am Planten und es kann einer bei mir im Pit sein, es kann einer von Short kommen. Ich bin einfach nackt. Wie kann man nur so ein Kind sein und so bescheuert decken? Naja, GG, komm. Lass gut sein. Es war jetzt doch ganz nice, es ging. Also mit dieser P2000 war es mittelmäßig in Ordnung, aber ich muss sagen, dass ich mit den Duels oder mit der Tech-9 natürlich viel lieber spiele, wie mit dem Scheiß. Okay, soweit so gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die anderen Folgen, also die anderen Waffen, sind hier verlinkt. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.